So, Panel 2, heute Groß Bank, also große Bank. Kann man auch stealthen, aber wir spielen heute alles in Laut. Wir nehmen mit. Lass mich mal schauen. Wir nehmen auf jeden Fall den Bus, die Bushaltestelle. Und dann gucken wir sofort, warte. Den toten Briefkasten. Nein, den nehmen wir noch nicht mit. Den würde ich aber auch mitnehmen. Wir nehmen auf jeden Fall mit Insiderhilfe wegen dem Schlüsselkasten. Das spart uns ein bisschen Zeit, denn der Schlüsselkasten hat immer wieder verschiedene Spawnpunkte und dann können wir das Ganze schneller aufmachen. Nehmen wir auf jeden Fall noch Munitionstasche mit. Das ist der Eingang übrigens. Das ist die erste Halle. Und das ist die zweite Halle. Und hier packen wir die Munitionstasche hin. Und das ist das Ganze von oben. So, wir nehmen welche Waffen mit? Die Waffen nehmen wir mit. Sehr schön. So, dann machen wir mal Looky Looky. Schlüsselkasten ist gefunden. Man kann das Ganze, wie gesagt, auch stealthen. Das ist eine Karte, die man sowohl laut, aber auch stealth spielen kann. Wir machen es jetzt einmal in laut. Ich muss mal kurz umschauen. Ich habe ein Entdeckungsrisiko von 3, by the way. Da ist eine Schlüsselkarte, da ist ein Aktenkoffer. Mit der Stealth-Skill könnte ich die Schlüsselkarte jetzt in dem Fall aufmachen, also mitnehmen, nicht aufmachen, mitnehmen. Nämlich gerade, wo der Security-Raum ist. Hier ist der Raum, sehr schön. Wir machen das aber etwas anders. Wir gehen erstmal nochmal nach oben. Denn das hat folgenden Grund. Wenn wir jetzt in Laut spielen, haben wir hier oben irgendwo gleich eine Kammer, beziehungsweise so einen Raum. Da ist er. Dort müssen wir nämlich jetzt gleich das Ganze einmal aufbohren. Und dahinter ist nämlich ein Stromkasten drin. Dieser Stromkasten, den müssen wir einmal überbrücken nachher für das Zeitschloss. Deswegen bohre ich das Ganze jetzt schon mal. Ich will nicht gerade nicht runterfallen. Wir könnten mal versuchen, ob wir zum Serverraum kommen. Wird das R wieder gerollt. Kamera kann ich jetzt einmal ignorieren. Wie gesagt, man kann es auch stealthen. Man kann es auch unter 12, ich glaube unter 12 Minuten muss man es schaffen. Damit wir den, Entschuldigung, die ist mir gerade in die Flinte gelaufen. Damit man dann einen Erfolg bekommt, das kann man natürlich auch machen. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen, okay, jetzt haben sie mich entdeckt. Oh mein Gott, Alarm! Ja, so viel dazu. Also wenn man stealth, macht man es natürlich komplett anders. So, den lassen wir schon mal laufen. Wir rennen wieder nach oben. Aus dem Grund, wir machen das jetzt so, dass wir jetzt in einen Kran besteigen müssen. Dafür brauchen wir das Ding dann. Das ist ganz wichtig. Und deswegen habe ich auch diese Waffe mitgenommen, weil wir gleich Scharfschützen erhalten und ich mit der Raven nicht unbedingt... Nein, nicht mit der Raven, mit der anderen Waffe nicht unbedingt da dran komme, die zu erschießen. Und da wir auf Todeswunsch... Los und spielen. Brauche ich die Waffe auch hier dementsprechend, weil die machen gleich ungeheuerlichen Damage. Und wir werden jetzt einmal den Kran uns einmal begutachten. Wo ist er denn? So, wir haben nämlich hier ein Schweinchen, was wir jetzt hier bewegen. Das ist nämlich jetzt da. Warum auch immer da jetzt ein Sparschwein dran hängt. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall müssen wir es 3 bis 4 Mal einmal antickern. Stockholm, bleibt mal da stehen. Ihr bleibt... Kann ich euch hier zurufen? So, mit dem schönen Visier kann ich hier zum Beispiel sehen, dass da einer steht. Der ist nämlich schon weg. Und hier spawnen gleich die Scharfschützen. Genau wie drüben im Gebäude. Und jetzt müssen wir nur auf das Geräusch hören von dem Kran. Und dementsprechend... werden wir dann, ob ihr stehen bleibt oder nicht. So, ihr bleibt stehen. Dann kann ich hier gleich einmal weiterklicken. So, sehr schön. Der einzige Unterschied, den wir jetzt hier noch haben auf Todeswunsch, ist jetzt noch, dass wir gleich Skulldozer haben. Also Bulldozer mit einem Totenkopfgesicht quasi. Und die haben ein Maschinengewehr in der Hand. Das ist jetzt hier noch so der Unterschied. Ansonsten müsste, glaube ich, alles gleich sein. Es ist Clover außer Gefecht gesetzt worden. Und keiner hilft dir. Nice. Bin ich begeistert. Was Schwieriger oder was Interessante, wir gleich hier runterzukommen. Die geht nämlich jetzt in den Knast.
Joy steht da auch einfach, macht nichts. Hm, so viel zu den Begleitern. Ja, mein Handy ist ihm gefallen. Na, müssen wir es nochmal machen oder können wir jetzt den Kran losmachen? So, dann haben wir das. Da geht nämlich das Schwein runter. Da ist nämlich unser Bohrer drin. Sonst dachte man, jetzt haben wir auch eigentlich mal Schwein gehabt. Ja, Joy ist auch down. Das ist jetzt nicht allzu schlimm. Wenn Sokol jetzt noch down geht, haben wir ein Problem. Aber das Ganze jetzt solo zu machen, wäre dann auch ein bisschen doof. Weil wir machen es ja schon im Endeffekt solo. So, aber ich weiß nicht, warum weder Joy noch Clover sich bewegt haben. In den Bohrrunden kümmern wir uns gleich. Das machen wir schon mal auf. Dauert so ungefähr 20 Sekunden. Destrusa, 10 Punkte extra auf Badness. Ja, nicht nur 10. Man sieht es übrigens auch an der Hand, an der, ne, unter, findet den Serverraum. Na, Gold ist cool. Unser Eishockey-Mann. So, das brauchen wir nämlich gleich, deswegen mache ich das nämlich als erstes. Weil jetzt sich schon wieder einen halben Guide aus der Karte. Fuck, Cloaker. Help me up! Zocker, wo bist du? Wo ist der Drecksack? Ich kann jetzt nicht gucken. Muss mir meine Waffen nachladen. Nice. Der Cold ist auch down. Warum kriege ich jetzt gerade so auf die Fresse hier? Jo, lass mich doch mal die Leute runterdrücken hier. Meine Güte. Komm nicht mal dazu, hier überhaupt irgendwas zu machen. Scheiß Kopf nervt. Er hatte keine Chance, den umzudrehen. So. Dann mal schnell den Bohrer anschmeißen. Jetzt werde ich hier noch beschossen hier. Das läuft ja überhaupt nicht gut hier. Natürlich jetzt auch doof, weil jetzt die Leute... Ach guck, da oben kann ich noch jemanden zurückholen. Nice, jetzt müssen wir erstmal da hochlaufen. Oder auch nicht. Ach, da oben in der Ecke steht der. Sniper sind nämlich, die macht gut Aua. Leck mich doch! Ich kann gleich erstmal sitzen.
So, jetzt haben wir, glaube ich, eine kleine Ruhephase. Locker. Können wir mal eben. Die Sachen hier rüber schmeißen. Genau, den nehmen wir mit. Weil wir brauchen nämlich noch so einen Schraubenschlüssel, weil die Bestie, oder das Biest heißt es, glaube ich, kann nämlich immer wieder kaputt gehen. Deswegen brauchen wir quasi immer so einen Ersatzschlüssel. So, und da ist auch gleich Joy wieder da. Ja, ob das so schön ist, bin ich mir nicht sicher. Chloe, bleib doch mal stehen. Komm, ich schmeiß euch mal die Taschen auf den Rücken. Weil das muss man normalerweise auch mit zwei Leuten machen. Dann sieht man nämlich immer so ein Blinken an der Taste, an dem Monitor. Also so ein Text drauf, dann weiß man, dass das der richtige ist. Das sehe ich jetzt aber natürlich nicht, weil ich jetzt alleine bin. Und die KI natürlich da dementsprechend nichts macht. Wenn es der falsche Computer war, geht er übrigens aus. Kann auch sein, dass der irgendwo oben ist. Der ist auch aus, der ist aus, das könnte auch noch einer sein. Voll. Unten habe ich noch die Hand drin bei Clover. Okay, nee, dann war es richtig. Ja, das war alles okay. Ansonsten habe ich hier kein PC mehr, ne? Was ist mit dir? Den hätten wir noch. Immer wird's gleich, wenn der Captain Winters kommt. Moin! Hast du nicht sonst immer alter Mann? Guck dir das mal. Guck, er chillt hier einfach. Wie er hier einfach chillt. Oh, ich habe den Text gerade Checker hier gehabt. War der falsche, ne? Ja, war der falsche. Ich muss mal die Munition ansammeln. Dann gehen wir einmal nach oben. Kann auch sein, dass der irgendwo oben ist. Schon wieder ein Bulldozer. Na komm schon. Okay, er hat den Code. Perfekt. Das kann man halt in dem Sinne überspringen, indem man halt den richtigen Computer direkt findet. Und dann geht das wesentlich schneller. Da siehst du genau, den Zeitschluss hätte ich noch überbrücken können. Hätten wir nämlich nur noch machen können. Ah, okay, genau. Das müssen wir auch noch machen. Gucken, ob wir nicht direkt gleich sterben. Halt jetzt meine Arzttaschen mal. Na komm, 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 ohne zu treffen. Sehr schön. Deswegen habe ich das Ganze schon aufgemacht. Jetzt können wir direkt wieder runterrennen. Okay, das war knapp. Na, geht doch kaputt hier. Jetzt müssen wir, wie lange warten? Normalerweise hat man noch einen Timer. Den haben wir jetzt in dem Fall nicht.
Genau, das Biest heißt es. Oh, Minigun-Bulldozer, ja, ich. Da ist irgendwo ein Minigun-Bulldozer. Ach, ja, stimmt, die sind ja auch mit da reingekommen. Ich weiß auch nicht, wer auf die dumme Idee gekommen ist, da einen Minigun-Bulldozer reinzupatchen. Wo kommen wir denn jetzt her? Wie ist denn die Lage bei dir, großer Meister? Wie geht's dir denn so? Gerade ein bisschen Duft hier, dann kann ich mich ein bisschen mit euch unterhalten gerade. Ochsen ist sehr groß und sehr kuschelig. Ja, für noch optimal, denke ich. Immer nicht durch, das Zeitschluss ist immer noch nicht durch. Da ist doch der Timer. Jetzt noch 19 Sekunden. Ich habe mich schon gefragt, wo ist denn der Timer die ganze Zeit? Der Timer ist durch. Was? Das ist jedes Mal dasselbe. Jedes Mal, wenn du kurz davor bist, fertig zu werden. Machen sie die irgendwas kaputt hier. So Leute, ein bisschen Knallgas hier geben. Ja, warte mal, ich habe die Dinger ja gar nicht. Ich gebe mir mal eine Tasche hier. Ah, nice. Gesehen, du bist jetzt auch am Witcher 3 am Stream und Star Wars, aber ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, mal reinzugucken. Also ich habe Ben dann immer kurz reingeguckt, dann hatte ich dich aufs Handy angemacht und dann ist Handy wieder ausgegangen. Aber das frisst irgendwie ziemlich viel Akku, wenn ich irgendwas darauf laufen lasse, mit, wenn der Bildschirm gerade an ist. Genau, das Biest, aber ich habe hier keine, doch, ich habe hier eine Zeitangabe. 4 Minuten, also 5 Minuten brauchen wir für das Biest. 5 Minuten. So, ja. Projekt, nächste Projekt ist im März The Last of Us. Ah, okay. Wie willst du das machen? Hast du auch eine Konsole? Weil, soweit ich weiß, gibt es das nämlich nicht für PC, ne? Ja, große Veränderung, hast du was Größeres vor? Klar, Norgard wie der nächste Multistreamer. Nächstes Jahr da 50 Millionen Abonnenten. Ah, ne, Follower. Die Abonnenten kommen danach. Oder schon währenddessen. Ja, ist doch schön, dass das so gut läuft. Das war super. Das ist super. Nicht ganz mein Schmidt. Was geht? Das ist ganz okay. Ganz okay, das Game. Wobei ich sagen muss, dass der zweite mir nicht gefallen hat. Im zweiten fand ich scheiße. Jetzt nicht wegen der Story, einfach generell hat es mir nicht gefallen.
Hast du die Serie geschaut bisher? Achso, die Serie? Ich hab. Nee, ich nicht. Wir haben gar kein Netflix. Oder läuft das auf Netflix? Ach ja, du hast ja Netflix. So, das Game habe ich jetzt auch. Die ist jetzt auch auf PC, ja? Dann muss ich sagen, das ist mit Streams recht gut läuft. Okay, seit wann gibt das für PC? Ja, habe ich gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das für PC gibt, Mann. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich komme momentan sowieso nicht so viel zu machen. Einfach wegen der Arbeit. Dann bin ich einfach zu platt abends. Und ich habe ja noch die WoW-Gilde. Oh, da ist der Dingsbulldozer übrigens. Eine WoW-Gilde aufgemacht letztes Jahr. Und da ich ja Gildenmeister bin, habe ich auch quasi eine Anwesenheitspflicht. Und wenn ich dann da bin, hast du mal eben, ich brauche mal deine Hilfe und so. Ja, und du kannst halt nicht sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ne? Deswegen, da muss ich dann halt auch immer anwesend sein. Ne? Ist im Stream wieder erst im März released. Ah, okay. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Muss ich mir mal auf die Wunschliste dann packen. Ja, bei uns läuft so, sag mal, so YouTube ist bei mir relativ steil gegangen in den letzten Monaten, seit letztes Jahr. Twitch geht immer so auf und ab. Mal so, mal so. Aber ansonsten, ja, Projekte habe ich mehr als genug. Wieder viel zu viel und ich habe gar nicht die Zeit dafür, alles zu machen. Aber ich will jetzt halt gucken, dass Harry Potter kommt ja jetzt die Woche, nächste Woche. Cool, mein Wecker klingelt. Nice. Dann werden wir Harry Potter durchziehen und dann werde ich die anderen Projekte, die ich jetzt noch offen habe, die werden wir jetzt erstmal dann versuchen, wieder täglich zu machen. So für 2 Stunden maximal in der Woche. Und dann mal gucken. Oh, scheiße. Die ganze Wolle zusammen. Dann mal gucken, dass ich die auch fertig kriege, weil ich habe sonst einfach zu viele Projekte momentan. Aber was mir momentan die Zeit raubt, ist einfach die Arbeit. Ich habe manchmal so viel zu tun auf der Arbeit, dass wenn ich nach Hause komme, dann einfach zu müde bin oder ich bin halt beim Stream ein. Das ist mir jetzt auch schon passiert, dass ich eingepennt bin beim WoW-Stream. Aber ich werde jetzt auch nichts mehr separat aufnehmen. Es wird alles über den Stream laufen. Aber ich habe die Zeit momentan nicht einfach noch nebenbei aufzunehmen. Da fehlt mir die Zeit einfach. Ich sag mal so, das mit dem WoW, das Addon, das ist einfach, also mir gefällt es einfach. Es ist so viel, es gibt so viel zu tun. Und du weißt gar nicht, wo du anfangen oder wo du aufhören willst. Ne? Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Weil ich will halt gucken, dass ich jetzt wieder versuche täglich zu streamen. Was natürlich auch davon abhängt, wie das Internet ist. Weil wir haben jetzt erfahren, ich weiß nicht, ob der Tugu da ist, weil ich glaube, ihm habe ich es nämlich noch nicht erzählt. Die waren jetzt da, haben jetzt die Box eingebaut fürs Internet. Ach scheiße, jetzt muss ich doch rüber. Jetzt komme ich hier nicht weg. Haben die Box eingebaut, haben dann jetzt gestern, nein nicht gestern, vorgestern, haben die dann eine Messung durchgeführt. Wegen der Glasfaserleitung und haben dann festgestellt, dass die Glasfaserleitung nicht mal bei uns ankommt von der Geschwindigkeit. Die fällt vorher komplett ab. Und das heißt, irgendwo ist die Leitung kaputt und jetzt müssen sie nochmal so circa 2 Kilometer nacharbeiten oder aufreißen oder wie auch immer. Und das wird dann halt auch sehr interessant, ne? Also mit anderen Worten, wir hätten sie eigentlich schon längst haben können, aber da irgendjemand Scheiße gebaut hat, haben wir sie immer noch nicht. Weil die waren nämlich jetzt, vor ein paar Wochen waren die bei uns, wollten dann die Geschwindigkeit messen. Und ich habe denen gesagt, Leute, wir haben nicht mal Anschluss, wir haben nicht mal die Box in der Bude. Weil die wird halt in der Nachbarwohnung gemacht. Und da habe ich dem Nachbar Bescheid gesagt. Die haben dann nur sparsam geguckt, weil laut denen wäre das alles fertig. Und wenn die Messung abgeschlossen ist, dann werden halt die nächsten Sachen eingeleitet, dass halt für die Glasfaserleitung alles soweit fertig ist. Und dann ist denen erst aufgefallen, dass die Glasfaserleitung kaputt ist, ne? Ey, Peter, hätte ich auch Bock drauf. Ja, ich habe auch Bock drauf. Habe ich extra vorbestellt. Habe gestern, ne, heute den Key bekommen. Die Deluxe Edition habe ich vorbestellt. Ich kaufe keine Spiele bei Steam. Das ist mir zu teuer aktuell. Weil es ist so viel, also alles teuer geworden. Da muss ich jetzt halt auch wieder gucken, wo ich Geld spare. Ansonsten will ich es halt direkt bei Steam kaufen. Aber in dem Fall habe ich es jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt die Deluxe Edition für 52 Euro bekommen. Und ja, muss das natürlich dann erstmal runterladen. Das heißt, das muss ich auch erstmal gucken, wann ich das machen kann. Und dann muss ich mal schauen, wann ich das dann anzocken kann. Weil ich habe jetzt diese Woche Nachtschicht. Das heißt, ich bin heute Abend am Arbeiten. Na gut, wenn wir überhaupt Arbeit haben. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, weil wir wieder Materialmangel haben. Und
dann mal gucken, wenn ich das dann habe, also runterladen kann. Ich kann es ja noch nicht mal vorab laden, das ist halt das Dumme. Weil es kommt, die kannst du erst am 7. eigentlich schon spielen, die Deluxe Edition. Aber ich kann noch nicht runterladen. Will ich das erstmal komplett durchziehen. Das heißt, wir werden dann erstmal komplett Harry Potter machen. Ansonsten haben wir eigentlich massenweise Projekte. Wie immer. Tausende Projekte, aber es wird nichts fertig. Weil einfach die Zeit auch ein bisschen fehlt. Und das Internet halt keinen Bock hat. Machst einen Stream an, siehst direkt, ja, kannst direkt wieder ausmachen, weil das Internet so sich denkt, nö, kein Bock. Keine Lust. Das haben wir nämlich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Müsste gleich der Bus durch die Wand knallen. Ja, da ist der Bass. So, ich nehme auch jetzt nur die 4 Taschen mit und das war's, dann hauen wir direkt ab. Weil mehr werde ich jetzt nicht mit... Oh, zu viele Leute. Nicht mitnehmen. Nein, ihr Drecksäcke. Da ist Gold. Gold ist mir zu schwer. Ja, das ist sowas von Neuland. Das ist zum Kotzen einfach, ne? Das ist... Wir leben im Jahr 2023. Wir haben nicht mal eine Glasfaserleitung. Also, bitte. Das ist schon traurig in Deutschland. Andere haben wahrscheinlich schon Terabit-Leitung und Deutschland ist immer noch dabei, Glasfaserleitung zu machen. Das ist echt schon traurig. Du Idiot, nimm das doch auf hier. Ja, schon traurig. Das Spiel ist bestimmt 60, 70 GB groß. Da bin ich bestimmt 2-3 Tage dran. Du kannst halt den PC erst einmal, könnten auch noch nachts laufen lassen. Aber die Strompreise, da denkst du ja auch so, ja, ich weiß ja nicht. Ob man das machen muss. Was halt alles unfassbar teuer geworden einfach. Oh, ihr Pissnäcken, ihr geht mir gerade gewaltig auf die Nüsse. Ja, komm ich mal hoch hier. Deswegen mal gucken, wie ich das dann mache. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Aber Bock hätte ich auch auf jeden Fall drauf. Aber ich habe auch noch ganz so viele andere Spiele, wo ich einfach Bock drauf habe, die zu zocken. Ich muss aber halt immer noch schneiden. Ich muss die Videos auch noch irgendwann hochladen. Und heute mal kann ich auch nicht allzu lange machen. Also 2-2,5 Stunden. Aber ich denke, wir machen heute den Zahnarzt fertig, die Mission, die wir haben. Und dann sind wir damit auch schon mal durch, dass wir dann alle Karten einmal gemacht haben. Was ist Internet? Internet ist Propaganda. Das ist nur für Sekten und Kulte. Das ist ganz wichtig. Für Leute, die ja sonst nichts haben, aber die haben alle Internet. Für Leute, die nicht ganz dicht sind, wie viele immer sagen, ne? Mit Zahnärzten kennst du? Ja, hör mir auf, du. Ich war dies ja schon oft genug beim Zahnarzt.